Hey Leute, euer Ermacki wieder hier. Willkommen zu meinem zweiten Vlog. Heute möchte ich über ein Thema mit euch sprechen. Ich nenne es mal urbanes Playriding oder Freeriden. Hintergrund ist der, dass nicht jeder Biker auch gleich irgendwo einen Wald in der Nähe hat. Oder wenn man wenig Zeit hat, dann kann man das urbane Playriding gut als Training hernehmen. Ich finde es insofern nicht schlecht, weil man einfach damit viel mehr Bike-Kontrolle bekommt, als wenn man nur Touren fährt. Ich habe es selbst schon lange nicht mehr gemacht. Aber wie gesagt, für die Bike-Kontrolle ist das wirklich super. Man kann so Sachen üben wie Bunny Hops, das Vorderrad irgendwie über Hindernisse heben, Stoppies, lauter kleine solche Sachen. Wenn man so eine LKW-Laderampe findet, kann man auch Drop simulieren, das heißt über eine gerade Kante drüber fahren und nach unten springen. Wundert euch nicht, dass ihr nachher im Clip verschiedene Bikes seht. Für so Laderampen-Jumps hole ich mir nachher das Downhill-Bike. Jetzt habe ich das Allmountain mit 150 mm mit dabei. Da mache ich sowas nicht, habe es früher auch gemacht, geht genauso, aber mit meinen alten Knochen ist mit 200 mm Downhill-Fahrwerk natürlich besser. Wie gesagt, ich nehme euch dann mal auf eine Runde mit, suche ein paar so Plätze, wo man so Sachen trainieren kann. Warum ich nicht gleich den Downhill genommen habe, ist, weil ich eben so Bunny Hops und solche Sachen über Bordsteinkanten oder sowas dann auch üben oder zeigen möchte und mit dem 25 Kilo Downhill-E-Bike wohlgemerkt, wird es relativ schwierig, da muss man schon wirklich fest dran ziehen. Wie gesagt, also ich finde solche Übungen für die Beinkontrolle super, man kann auch Trackstand One-Hander oder Trackstand No-Hander, sowas alles üben. Und ich wünsche euch dann beim zweiten Vlog viel Spaß. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, ob ihr sowas auch macht. Viele genieren sich da ein bisschen als erwachsene Männer oder auch Frauen da irgendwo auf Parkplätzen, wo ich sowas mache, oder auf abgesperrten Schulgeländen, wenn Ferien sind, sowas zu machen. Da hilft es sehr, eine dunkle Sonnenbrille aufzusetzen, und mit dem Helm seid ihr eh schon fast inkognito. Also es kennt euch keiner. Und ich wünsche euch also viel Spaß. Was ich gerade noch vergessen habe, ich nehme euch dann nachher mal auf so ein kleines Treppenset mit. Da ist so eine Auffahrrampe. Und das ist ein bisschen verwinkelt, geht dann wieder eine Treppe runter. Sowas finde ich eigentlich wirklich super. Da kann man so kleine Single Trails und so Spitzkehren sowas simulieren im Wald. Darauf trifft man immer wieder. Und wie gesagt, man muss nicht unbedingt gleich einen Wald vor der Haustür haben. Sowas kann man auch in jeder Großstadt findet man solche Hindernisse. Haltet einfach mal die Augen offen. Es gibt sogar einen Fachausdruck für sowas, das nennt sich die Line Sickness oder die Line Krankheit, dass Mountainbiker oder BMXer oder auch Skateboarder mit anderen Augen durch die Stadt gehen oder fahren als Wanderer oder Fußgänger, weil man irgendwie immer mit den Augen die Umgebung abscannt, ob da irgendwelche Hindernisse, Obstacles oder sowas sind, über die man drüber springen kann, raufspringen kann, runterfahren, rauffahren. Das ist die sogenannte Line Sickness. Habe ich auch gehabt. Mittlerweile, wie gesagt, weil ich das schon lange nicht mehr gemacht habe, ist es ein bisschen weniger geworden. Aber heute werde ich mich mal ein bisschen genau umschauen und werde das dann nachher im Clip festhalten. Also, ich wünsche euch nochmal viel Spaß. So, solche Sachen meinte ich gerade vorher. Hier kann man gut simulieren, so kleine Spitzkehren oder Geländekanten. Am besten so im Trackstand. So langsam solche Dinger üben. Und man findet auch immer wieder Sachen, wo man so ein Waterbrick im Bikepack nehmen kann. Das Bunnyhop-Training könnt ihr dann solche Sachen verwenden, vorm Fahren aber bitte alkoholfrei, nach dem Training könnt ihr auch einen Pilz trinken. Das ist eine leere Dose, die lege ich mir irgendwo hin, nehme Anlauf und versuche eben im Bunnyhop drüber zu springen. Es macht auch nichts, wenn man auf die Dose drauf springt, dass sie schon leer ist, wird sie einfach zusammengedrückt, also völlig verletzungsfrei und macht trotzdem Spaß.
Und manchmal hat man auch in Ortschaften oder in der Stadt einfach Glück und man findet sowas. So, das war's für heute. Ich habe jetzt, wie gesagt, hier den schönen Table. Eigentlich ist es kein Table, sondern eigentlich nur hier der Absprung und dann ziemlich lange eine Gerade und hinten kommt dann ein bisschen ein Busch. Das heißt, richtige Table ist es, wenn man kann es nicht ganz springen. Aber das Gute dabei ist, man kann sich da wirklich rantasten. Immer schneller anfahren und man landet immer schön oben auf dem Flachen. Deshalb kann man auch Tricks üben. Wenn ihr so ein No-Hander oder No-Footer oder sowas machen wollt oder üben wollt, ist es ratsam, dass ihr eigentlich alle Protektoren tragt. Ich habe es halt weggelassen, sogar an den Knien habe ich heute nichts. Es hat halt 38 Grad im Schatten, hier in der prallen Sonne wahrscheinlich 40 bis 45 ungefähr. Ich habe es deshalb weggelassen. Ich habe solche Dinge schon 100 bis 1000-fach gemacht, beim Motorradfahren und beim Radfahren auch. Also das heißt, ich finde meine Pedale eigentlich blind. Trotzdem ist es ratsam, vor allem wenn man damit anfangen will, also Knieschoner, Schienbeinschoner, denn wenn man bei einem No-Footer die Pedale nicht trifft, kann das schnell mal ins Schienbein gehen. Wenn ihr Flat-Pedale fährt, dann bohren sich die Pins rein. Mit Klickis geht sowieso nicht so gut, also die No-Footer, da müsste man in der Luft ausklicken und vor der Landung wieder einklicken. Hier ist es super zu üben, denn wenn ihr es mal nicht auf die Pedale zurückschafft, könnt ihr eigentlich auf den Sattel auch landen, also das ist jetzt da auch nicht so schlimm. Ich hoffe, euch hat es gefallen, lasst es mich in den Kommentaren wissen, bis zum nächsten Mal. Ciao.